Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Vor ein paar Tagen jetzt, wo ich die Aufnahme gerade tätige, kam ein Update. Das heißt, das Game wurde nochmal geupdatet. Weshalb auch immer wurde ein Kartenspiel in einem Singleplayer-Game eingefügt. Und dieses Kartenspiel kann man sogar online spielen. Es gibt sogar einen Ranked-Mode und was weiß ich nicht alles. Und tatsächlich ein paar neue Sachen. Dementsprechend hat das Game natürlich wieder eine andere Spielversion und ich weiß nicht, ob irgendwelche Mods dadurch. Sei mal ruhig gerade. Okay, gut. Dadurch weiß ich halt nicht, ob irgendwelche Mods kaputt gegangen sind oder auch nicht, weil es haben sich noch nicht alle Mods aktiviert, die ich ja installiert hatte und ich hoffe, die sind nicht kaputt gegangen oder so dadurch. Das habe ich gestern total vercheckt, das Update abzubrechen, beziehungsweise allgemein Updates zu verhindern. Ist auf jeden Fall mein Fehler. Ich hoffe, ist noch alles gut und ja, keine Ahnung. Aber wir machen definitiv weiter. Und sollte euch das Projekt gefallen, dann lasst dem Projekt doch sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch natürlich gefällt. Unterstützt das Projekt, unterstützt meinen Kanal und hilft mir zu wachsen, wirklich sehr, sehr. Unterschätzen einige. Und natürlich, wenn euch Sachen gefallen oder ihr irgendwas zu kommentieren habt, schreibt gerne einen Kommentar. Hilft dem Video und hilft auch tatsächlich mein Kommentar, so weird das auch klingt, aber so funktioniert YouTube eben. Also, wir machen erstmal eine Sidequest, würde ich behaupten. Denn wir haben ja eine Sidequest, wenn ich mich zurecht entsinne, schon leider vercheckt. Die kriegen wir auch, glaube ich, nicht wieder. Danach fangen wir mit der Main Quest. Oh, ich verstehe. Wir sind bei der Cell-Saga. Wir sind jetzt offiziell bei der Cell-Saga angekommen, glaube ich. Ich verstehe. Okay. Text automatisch weiterlaufen lassen. Hey. Oh, das ist auch neu. Das ist tatsächlich auch neu. Und dann ist das jetzt aktiv, wenn er aussteht. Ja. Okay, das ist auch neu. Es ist cool, dass. Wie alt ist das Game jetzt? Ein Jahr oder knapp ein Jahr oder so? Und sie updaten es noch. Das ist echt cool. Das ist legit cool. Ein sorgloses außerirdisches Paar reiste zur Erde, um ein Monster zu verspeisen. Doch ohne Hilfe könnten sie selbst verspeist werden. Hinweis verfügbar nach Abschluss bestimmter Nebenstories. Okay. Alles klar, ich bin gespannt, was sich tatsächlich noch so alles verändert hat oder hat in dem Game. Bin ich tatsächlich gespannt. Und ich hoffe natürlich, dass meine Mods nicht im Arsch sind. Vor allem sollten sich ja auch, glaube ich, demnächst ein paar neue Mods aktivieren, weil wir in der Cell-Saga sind. Ich denke ja. Und ich hoffe es natürlich, wie gesagt. Kann ich nur wiederholen. Ich hoffe, dass die nicht kaputt sind. What the fuck ist das für ein Dino? Gut, du bist tot. Damn. Irgendwie sieht der keiner cool aus, aber irgendwie sieht er sehr, sehr weird aus. Sehr, sehr weird. Und ich habe den, glaube ich, gar keinen Schaden gemacht. Nee. Dauert ein bisschen. Aber okay, seine Haut ist ja auch irgendwie aus Steinen oder Diamanten oder was weiß ich was. So langsam machen wir ihn Schaden. Und der? Wenn wir am Kopf vielleicht anschießen, haben wir dadurch dann so viel Schaden gemacht? Ich weiß es nicht. Der sieht so aus, am Kopf nimmt der voll viel Schaden. Nice, haben wir. Du hast Durasaurus Schwanzfleisch erhalten. Das klingt sehr, sehr komisch. Damit sollte ich die zwei loswerden können. Okay. Ich meine, diese blauen Reisenden haben wir schon auf Namek mal gesehen. Da seid ihr seid ziemliche Nervensägen, wisst ihr das? Immer mit der Ruhe. Es ist nicht gesund, sich aufzuregen. Halt den Mund.
Ein Soldat der Freezer-Armee? Es kommen wirklich eins nach dem anderen, was? Ja, dann lass uns den Pisser mal eben aus dem Leben bumpen. Okay, ich wusste nicht, dass der Level 20 ist. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Da stand, wir haben eine Fähigkeit in unserem Baum freigeschaltet. Das ist auch neu. Oh, die haben wahrscheinlich dann einfach mehr Informationen ins Spiel hinzugefügt. Denke ich mal so, dass man mehr weiß. Okay, cool. Wären diese beiden nicht gewesen, wäre es mit mir aus gewesen, als Namek explodierte. Ich wollte danach zur Basis zurück, aber ohne Lord Freezer gab es für mich keine Arbeit mehr. Ich wollte schon immer lieber kochen als kämpfen, also mache ich jetzt Reisende mit den Delikatessen des Universums bekannt. Verstehe. Hey, bist du etwa ein Namekianer? Wir sind hier aber schon auf der Erde, oder? Ja, keine Sorge, das hier ist die Erde. Ich bin Namekianer, lebe aber hier. Oh, wie verwirrend, aber egal. Moment mal, du hast vorhin etwas Dinosaurusfleisch besorgt, oder? Ja, die beiden haben mich darum gebeten. Sie haben es mir direkt angeboten. Oder abgenommen. Das dachte ich mir schon. Ich wollte das Fleisch unbedingt selbst einmal probieren. Ich dachte, ich hätte vielleicht eine Chance, während ich die Touristen herumführe. Ich habe gehört, dass es das saftigste Fleisch überhaupt ist. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Oh, es war wirklich sehr köstlich. Es war genauso appetitlich, wie wir gehört hatten. Ich hätte nie gedacht, dass wir alles auf einmal verputzen. Okay. Yeah. Und die labern immer noch. Du hast ultimativer Fruchtsaft erhalten. Okay. Gut. Das wäre das dann. Und hier auf der Map sehen wir auch schon so einen Automaten. Hier. Und damit, wurde dieses Kartengame hinzugefügt. Aber das werden wir vielleicht überhaupt machen, wenn wir mit dem Let's Play durch sind. Ich meine, ich habe immer noch einen Speicherstand, der komplett durch ist. Aber, ja. Wir werden es vielleicht mal mit dem Dingens probieren. Mit dem Let's Play, beziehungsweise als Video, wenn wir durch sind. Wer weiß, wie das Kartengame dann ist. Aber das ist cool, jetzt kann ich meinen Controller einfach weglegen. Das ist sick. Was ist los? Ich kann Gokus Energie von diesem Kreatur sehen. Und Vegeta und Frieza auch. What the hell are you? Oh, you don't need to know that. All you need to know is that I'm going to enjoy you as my next meal, Demon King Piccolo. How do you know my name? Like I said, there's no need for you to know. Now prepare to be devoured. I see. So you're not gonna talk, huh? You've got the wrong Namekian. Sorry to disappoint. Believe it or not, I think I'm actually kind of glad you rid the town of all of its residents. And why is that? Because now I don't have to hold back. Okay, let's go. Cell wird mega überrascht sein, wie strong Piccolo aktuell ist. Just have to beat the answers out of you. Neue Musik. You're more than welcome to try. Neue Musik, denke ich. Ob es Custom-Musik ist? Hört sich auf jeden Fall so an, weil... Ich kenne es nicht. Look at that. You're not nearly the terrifying monster I thought you were. Impressive. Although I still have yet to achieve my perfect form. Perfect form? Special Beam Cannon! Die Musik ist sehr, sehr weird. Irgendwie passiert da gerade nichts. Oh, jetzt beginnt es erst oder so? Maybe? Ja. Okay. Ach ja, das war ja die AOE-Attacke. Die. Wait, ist die bei ihnen angekommen? Okay. To achieve your perfect form? Indeed, I turn their essence into energy. And that energy makes me stronger. Als ob. Ach, come on! Mach die Explosion irgendetwas! Oh mein Gott, kann sich daraus nicht befreien, ne?
Er wollte mich schon wieder sacken, der Hässliche, aber sack wen anders. Doch, konnte ich gerade, indem ich einfach dodge. Hier, frisst das Originale. What? Ich bin gedodged zu 1.000.000%! Es kam sogar die Animation! Der will mich doch verarschen! Der will mich doch verarschen, oder? Send me here. Why, that would be yours truly. I came up with a plan in order to fit inside that tiny machine. All it took was for me to revert myself back into an egg. Special beam cannon! Oh, 48, Alter. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein! Special beam cannon! Puh, knapp. Just what the hell are you? Why do you have Goku and Frieza's energy? I suppose I might as well tell you, seeing as how you'll be dead soon enough. I'm an android, you see, and you can call me by my name, Cell. Dr. Gero created me in a lab on his computer. Dr. Gero again? Long ago, Dr. Gero gathered the genetic material from the strongest fighters in the world to create me, the ultimate android. But it took too long, so he abandoned the project. Fortunately, his computer picked up where he left off and continued his research. Cells from Goku, Piccolo, Vegeta, and even Frieza and his father were collected when they arrived on this planet. Using a tiny bee-sized spy robot created by Dr. Gero. The computer already has enough cells to begin its research, but the process is slow and it will take 24 years to complete. Impossible. We completely destroyed Dr. Gero's laboratory. The computer is located in an underground facility deep beneath his laboratory. You mean it took you 3 years after arriving here to go from an egg to that? Once I revert to an egg, I must bury myself underground for 3 years. There my form matures. Huh. I see. One final question. I have to know. Why here? Why this time period? Dr. Gero's computer informed me that my evolution will morph two different life forms before I achieve perfection. And those two life forms are Android 17 and 18. What? Unfortunately, despite searching far and wide, I had quite a problem locating those pesky androids. It seems they were nowhere to be found in my era. But in a stroke of luck, I learned that Trunks had a time machine. So I used my magnificent skills and abilities to kill Trunks and steal his time machine. Then I used it to travel here to find the androids. But why this point in history? And Trunks had already programmed the time. I just pressed a switch and the machine did the rest. Oh, I think I'm getting it now. Trunks was able to defeat the androids in his future and program the time machine for this time to come and tell us. That's not all the computer told me. It is said the moment I achieve my perfect form, I will acquire a power beyond all comprehension. Thanks for helping me solve this little mystery. But you're not getting that perfect form of yours. Piccolo!
Trunks, what's he doing here? He used the time machine. How very clever of him. So this is the guy who attacked all those people in Gingertown? He must be the thing that left the exoskeleton near the time machine. You got that right. I'll fill you in on the details later. First things first, we need to squash this bug. Now may not be the best time to battle. Very well, but know this. Androids 17 and 18 will be mine. So they flare! No! He's gone. Oh man, dieser Übergang so schlecht. He got away. Damn, I can't get a trace on him. So schlechter Übergang. Hey, aber immerhin. Die Mod funktioniert noch. But the other one still remains. What is the meaning of this? Piccolo? Talk! What the hell happened here? Tien's apparently on his way here too. Once he arrives, I'll tell you everything. Tell me one thing first. How did you increase your power so much in such a short period of time? It looks like he fused with Kami. That's all it took? What is it with all these low lives? How dare they attempt to surpass the greatest Super Saiyan in the universe? I can't stand this anymore. Look what you've done, Kakarot. Looks like Tien's here. Good. Here's what's going on. Oh, I see. So, to prevent Cell from achieving his perfect form, we either need to find him and kill him, or we need to find Androids 17 and 18 and kill them. Those are our only options. If you ask me, our best bet is to take Cell out before he acquires too much power. I'm tired of all these pathetic tactics. I say we let him absorb the androids. I don't care who I'm up against. I will destroy them. Alles klar. We could barely handle 17 and 18 ourselves, and Cell's much more powerful than them. You dare underestimate my power? I'll become stronger. I swear I will. I will go beyond Super Saiyan. Beyond Super Saiyan? Is that even possible? Hey, why don't we just go back to the lab and destroy Cell before he's finished? Good idea. Let's do that. At the very least, we'll create an alternate future where Cell doesn't exist. All right. Krillin and Trunks will go on and head back to the lab. Me and Tien will continue searching around here for the time being. Right. Well, if we come up empty, we'll just head back to Kami House. We can check the news for clues. All right. Let's go, Trunks. Thanks. Ha. Irgendwie gibt es zu viele. Go beyond Super Saiyan? Is that even possible? Yes. Ist es. Spoiler Alert. Aber irgendwie gibt es viel zu viele Universen, viel zu viele Zukunftssachen und ach, oder ich bin da so lost, Alter. Legit. Gibt einige, also damals, keine Ahnung, wo man so darüber diskutiert hat, sagen einige, es ist ein Universum, dies, das, bla bla und mehrere Ausgangsmöglichkeiten, bla bla bla, aber irgendwie. Keine Ahnung, ey. Wenn ich das so den Text entnehme oder halt den Dialog von eben gerade, denke ich mir, es gibt irgendwie gefühlt 90 Universen, die irgendwie immer alle die gleiche Zukunft haben, aber anders ablaufen. Ich raff es nicht, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, es ist seine Zukunft mit Trunks. Trunks hat verkackt und jetzt GG müssen wir es auslöffeln, weil er eine Pussy ist. Das weiß ich. Ja, dann gucken wir mal, was so abgeht. Gibt keine Sidequest.
Ja. Konnten auch nicht, nee. Nö, wir können auch nicht zu Meister Kaio oder so. Wahrscheinlich nur mit Goku, denke ich mal. Da denke ich aber, Goku ist ja noch knocked out. Right. It's likely that anything we do in that timeline won't affect this one. Man, there's no easy way out of this, huh? Nicht wirklich, nö. Dr. Giraud's computer and cell are down there somewhere. I think this is it. Yeah. So, should we just go ahead and blow it up? Not yet. We should head down there and see what we can find first. We might be able to discover something about how to defeat the androids. Ah, right. Then let's make our way inside. Krillin und Trunks haben sich das Labor angesehen, die Untergrundeinrichtungen auch. Danach haben sie das gesamte Labor vernichtet, damit sich Cell nicht fertig entwickeln konnte. Did it. Right. Now Cell won't be a problem in this timeline. Okay. Wait, ist das wieder aus? And now we got an ace up our sleeve. Good call saying we should dig around the lab. Wait, ist automatisch Text aus? You're not coming? No. I thought I'd okay, weshalb auch immer das wieder ausgestellt wurde. Vielleicht noch irgendwie buggt oder so. Well, Vegeta's not exactly a team player. He probably won't want to train with you. You may be right. But sparring with someone leads to greater results in a short amount of time. Even my father should know that. It's worth a shot at least. Right. Sounds like you know what you're doing. Reading you loud and clear. Good luck. Thanks. Da bin ich gespannt, was das Ganze bringt. Und ob sich Vegeta darauf einlässt. Lässt er sich darauf ein? Trunks sought out his father Vegeta, while Krillin made his way to Bulma to deliver the blueprints. Impressed and terrified by Dr. Giraud's genius, Bulma searched for the android's weakness. First two, and then 3 days had passed. Piccolo and the others, using Kame House as their base, continued their hunt for Cell, but to no avail. They could do nothing but watch as news of more victims spread. A monster has made its way to a town in South District 48. Half the residents are gone. So he's made his way south. Well, come on! We might still be able to catch him if we leave now. Good luck! That Cell creep sure is a force to be reckoned with. Oh, did everyone leave? Go on too? Read so. Go on. Please be careful. I hope they're able to find that monster. Huh? Goku! Hey! Are you feeling better? Yay! Yeah, Goku! I'm all better now. Sorry to worry you, Chi-Chi. And you too, Master Roshi. We're just glad you're better. By the way, it looks like everyone left. Are they after that Cell guy? Yeah. But how did you know about him? I heard everyone talking while I was asleep. I think I got the gist of what's going on. Alles klar? I think I've got a train too. You're going to fight? No way! You're in no shape to fight! You need more rest! Relax, guys. I'm not gonna fight anyone just yet. I mean,
If Vegeta can't handle him, then there's no way I can. I'm gonna have to train and reach even higher levels. Higher than even Super Saiyan. A level even higher than Super Saiyan? Chi-Chi, I want to take Gohan with me when I'm training. Is that okay with you? You're kidding, right? Though I guess there's nothing I can do to stop you if I say no. Fine. If you're going to train him, then make him strong. Thanks, Chi-Chi. But once the fight's over, it's straight back to his studies and nothing else, no matter what. And you're going to get a job. You got it. Thank you. All right, time to go. If we approach Cell in this thing, we won't have to worry about him reading our power levels, don't you think? He's a crafty one. Even if we get close, we're still going to have to flush him out. Goku! Yo! How did you get here? Was it that instant transmission thing? Yep. You're back to 100% then? Yeah. But I'm kinda hungry. Hey, Kamikolo! You don't have to combine our names. I'm mostly Piccolo, so just call me Piccolo. I hate to admit it, but I'm not powerful enough right now to take on the androids and that Cell guy. But I think I've got an idea. I'm gonna take Gohan somewhere we can get a year's worth of training in one day. That's right. The hyperbolic time chamber, of course. Wait, no one has ever been able to last an entire year in there. Even you could barely last a whole month before. But things are different than before. We'll be fine. And don't forget, we can bring Vegeta and Trunks along with us. They'll be able to handle it for sure. Then get a move on. Cell's killing more and more people, and his power's growing every minute. Right. Goku, let me ask you something. Are you afraid we might be up against someone scarier than Frieza? Or are you happy about that? Was ist das für eine Frage, Digga? Well, I'm glad to see that you're not giving up. There's that. Go on, let's go. We'll grab Vegeta and Trunks on the way. Okay. Where do you think Vegeta and Trunks are? Okay, die Mods funktionieren immer noch. Let's see. I'm picking up some energy way over there. I'm guessing it might be them. Ja. Die Mods funktionieren definitiv noch. Das ist cool. Okay, da müssen wir uns um nichts Sorgen machen. So Dad, this place we're going to train. What's it like? Let's see. The hyperbolic time chamber at Kami's lookout. Rather than tell you what it's like, I'll just show you when we get there. Hier ist nichts. Okay, ich dachte, hier wäre irgendetwas, aber da ist nichts. Ja, ich freue mich einfach an sich schon, wenn demnächst dann sich ein, zwei neue Mods aktivieren, beziehungsweise sich eine Mod tauscht, so gesehen, denke ich mal, eine sich aktiviert, die andere deaktiviert, sagen wir es so, Spoiler Alert. Goku! So! How's your training going? Not very well. My father's treating me like an obstacle rather than a training partner. He's been like that for 3 days now. Just standing there. That's Vegeta for you. If I had to guess, I'd say he's probably thinking about how to go beyond Super Saiyan. Don't bother me, Kakarot. Get lost. Oh, come on, don't be like that. I know a great place to train. It's called the Hyperbolic Time Chamber. You can get a year's worth of training there in just one day. It's up at Kami's lookout. Are you serious? Seriously, come with us. You don't have to train with me or anything if you don't want to. Just so you know, two people can use the room at once. So to save time,
You're gonna have to go in with Trunks. Fine. But we're going in first. Got it. Sure. Joa. Dann geh mal rein. I used the room once before when I was a lot younger. It was beyond brutal in there. I could only stay in there for about a month. Perfect. That's exactly what I need. Ah ja, okay, alles klar, gut. Wir checken aber erstmal die Charaktere ab und vielleicht können wir irgendwas Neues skillen. Ja, nicht wirklich. Wir müssen, glaube ich, erstmal ein Training machen, um Sachen abzugraden. Was ich auch glaube, machen werde, jetzt sofort gleich. Was natürlich wieder eine Menge Zeit in Anspruch nimmt fürs Video, aber hey. Darf nicht vergessen, Ziel des Projektes war auch, es gechillt angehen zu lassen. Halt, Neues auszuprobieren, dies, das. Und davon darf ich mich definitiv nicht abbringen lassen. So, wir haben hier Killer Corp, 50 machen wir das hier. Kann Vegeta irgendwas Neues? Neue Passive auf jeden Fall. Kampfinstinkt. 5% Schaden bei einem Gegner mit höherer Stufe. Das ist definitiv gut gegen Bosse und was weiß ich nicht alles. Und er hat auch eine neue Passive freigeschaltet. Nice. Ja. Nehmen wir das hier, würde ich sagen. So, und Trunks. Kann jetzt auf jeden Fall skillen. Das ist nice. Mit denen müsste ich dann aber auch tatsächlich noch die Challenges machen, um Passiven freizuschalten, die ja bei Goku da rechts hier bei diesem Skillbaum schon aktiv sind. Da müsste ich definitiv noch in die Dingens rein, sag ich mal, in die virtuelle Kampftrainingsmaschine oder wie man das auch nennen mag. Ja. Aber da wir gerade alle zusammen haben, werde ich auf jeden Fall was phrasen, um halt jeden zu boosten. Das ist definitiv ein Muss. So werden alle gleichzeitig stärker, was nur von Vorteil ist. Da muss ich nicht alle einzeln booten. So. Dann noch Ki-Abwehr. Zack. Dann noch TP. Warum nicht? Zack. Dann noch 5% auf kritische Trefferchance. Alter, wie viele Buffs wir da haben. Haben wir schon Ki-Angriff genommen? Ich weiß es nicht. Nee, hatten wir nicht. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alles voll, ne? Jesus, Alter. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Buffs. Gucken wir mal, wie das aussieht. Alter. Jesus, sind das viele. Crazy. Gut. Noch keine Sidequest. Nee, bei Meister Kaio auch nicht. Dann gehen wir rein. Ach nein, ich wollte vorher die Dingens machen. Father, yep, bevor wir es machen. Die Trainings-Dingens, kack. Bevor ich es vergesse. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Nur hoffe ich, ist da der Experience-Buff dann nicht gewastet. Das wäre sehr, sehr schade. Hier irgendwo war es doch, oder? Da. So, ich hoffe, wir kriegen das alles schnell hin. Wir haben hier ultimative Steinschere Papier. Haben wir das equipped als Son Goku? Das würde mich gerade interessieren. Nee, benutzen wir nicht. Von daher ist es egal. Ich meine, ich könnte es trainieren, aber ist egal. Son Gohan kann nichts. Vegeta kann super voll Energiestrahl. Ich glaube, den benutzen wir unten. Galick Gun Upgrade. Oder, wait, was benutzen wir mit Vegeta? Weil die heißen fast alle gleich. Wir benutzen Schnellfeuer Kiewelle. Okay, gut. Das heißt, wir werden mit Vegeta Super Schnellfeuer Kiewelle das machen. Und Super Galick Gun, weil das brauchen wir nicht. Massivangriff könnten wir auch, glaube ich, mitnehmen. Ja. Ich glaube schon. Aber wir machen erstmal das hier. Und hauen den Bot erstmal in die Fresse. Ach ja, wir haben die Big Bang Attack, ne? Wir brauchen gar keinen Galick Gun normalerweise. Stimmt ja.
will gerade eigentlich nur Ki sammeln, um erstens Super Saiyajin zu machen und zweitens dann Big Bang Attack spammen, weil das dann viel mehr Schaden macht. Alter, war das gerade ein One-Shot? Okay. Alles klar. Gut. Ja. Und das nehmen wir. Die andere Attacke juckt uns nicht. Alter, der Schadensunterschied, wenn wir in Super Saiyajin sind, ne? Ich brauche mal eben Ki. Und... Alter. Geh mal weg, Trunks, Alter. Richtiger Freezer-Main. Mit seiner Kugel. Alter! Als ob das einen verfolgt. Alter Verwalter, ey, jetzt stirb hier einfach. Danke. So, noch einen Teil. Nice, deleted. Okay, so, Trunks hat gar nichts. Gut, das war's dann. Mehr wollte ich auch nicht. Aber bei Vegeta müssen wir eben das Dingensen anlegen. Die super schnell Key-Kack-Dingens, ne? Genau, das hier. Ansonsten haben wir nichts. Galaxstrahl ersetzen wir definitiv mit Super Galaxstrahl. Und Körperaufprall mit Big Bang Attack zu 100%. Und dann müssen wir bei den anderen, falls wir die als Support haben, auch noch auf jeden Fall upgraden. Genki-Dama und Super Kamehameha, würde ich sagen. Warum nicht? Und bei Gohan, Super Masenko und... Ja, das kann, glaube ich, so bleiben. Bei Trunks... Der hat ja nichts Neues, ne? Ne, scheint nicht so zu sein. Okay, gut, dann ja, haben wir alles. Dann geht das weiter. So this is that Kami's lookout, whatever. Yeah, it is. Okay, rest in peace, die Bäume. So, we'd like to train in the hyperbolic time chamber. Is that okay with you? Very well. This way. The room comes equipped with a bath, toilet, bed, and food. Good luck to you. Are you sure you want me to train harder, Kakarot? My end goal is to take you out after all. It's probably gonna take more than one of us to take this enemy down. Go forward knowing that, okay? In the future, you may very well regret this. If it's okay, we'll head in first. Good luck, guys! And play nice! Wenn Gohan da wieder rauskommt, das ist der beste Gohan, Alter. Legit. It's so hot. It's kind of hard to breathe. And the increased gravity makes it hard to move. And there's nothing here. It's just... empty white space. Good. This is all I need. I have to spend a year in here with my father? Hey, you did want to train with me, didn't you? Then let's see what I'm dealing with. Show me what you've got. Oh, jetzt müssen wir Trunks den Arsch versohlen. Zick, Alter. Zick, da bin ich auf jeden Fall dabei. Let's go. Come at me full force. Don't hold back. Okay. Oh mein Gott, all der Unterschied von Piccolo zu Vegeta einfach, ja? Hat er nicht auch gerade blaues Balken, also blauen Lebensbalken oder grün oder so?
Jesus, der wurde einfach deleted. Is this really your power? I better not find out you're going easy on me just because I'm your father. No, it's not that. It's just... No matter who your opponent is, you come at them as if you intend to kill them, understand? You are a member of the proud warrior race of Saiyans. And on top of that, royal blood runs through your veins. My blood! I'm not like you, father. You coward. You're about to learn that nothing stands in my way. Ja. Okay. Oh, goody. It looks like I found my next meal. I'm coming for you, Android 17 and 18. Once I gather enough energy from these filthy humans, I will absorb the both of you. And then, I will finally become the ultimate life form. Soon, soon, I will be complete. Oh, ich liebe Cell. Einfach nur geil. Almost a full day had passed since Vegeta and Trunks had entered the hyperbolic time chamber. The world is gripped with fear as the death toll has now reached several hundreds of thousands. Alter. There's no way that we're gonna find him. There's too many places for him to hide, you know? We're running out of time. Cell's powered himself up quite a bit already. Well, we might have to rely on Goku and the others for this. Let's just hope they can go beyond Super Saiyan. Hm? What? Hey. Cell's fearsome evolution. Damn it. Why did it have to be now? So, is Goku here? He wasn't back at his place. So, we thought he might be hiding here. Just beat it, would you? You're not going to find Goku here. Oh, then tell us where we can find him. Do you honestly think we are just going to tell you? Your choice. You can either tell us, or we can make you. Fine by me. There's a deserted island not too far from here. We'll settle it there. Man, you guys aren't making this easy on yourselves. Sorry. But you're going to stay right here. You'd only be getting in the way. Ah. Ich glaube, in der jetzigen Form... If I can manage to just take one of them out. Alter, die Musik. Way too good. Aber ich glaube, in der jetzigen Form wäre Piccolo tatsächlich ready, die zu killen. Aber wir werden sehen. So, was haben wir denn hier? Super Spezial Höllenspirale, das müssen wir definitiv machen. Und ultimative Schnellfeuer müssen wir auch machen. Definitiv, let's go. Wenn wir mehr Skills haben, die mehr Schaden machen, oder Skills allgemein, die mehr Schaden machen als unsere Basic-Sachen, dann ist immer alles gut. So, und dann erstmal alle anvisieren. Zack, zack, zack. Let's go. Aber wir machen halt nicht so viel Schaden mit Piccolo. Ein bisschen Problem. Aber wir werden Makaioken für Arme aktivieren. Bin gerade gedodged. Habt ihr das gesehen? In der Animation bin ich gedodged, aber okay. Oh Mann. So, haut mal alle ab hier, danke. Du sollst sterben und mich nicht angreifen.
Ich sehe gar nichts durch den Staub, der da erzeugt wurde, Alter. Oh Mann, ich dachte, das würde reichen. Machen wir noch den hier, warum nicht? Finishen wir die beiden. Oh, eine 104er-Kombo, Alter. Let's go, die können wir noch extenden, ey. Nice. Nice, 122. So, und dann noch ultimative Schnellfeuer, please. Einmal upgraden, das wäre sehr sick. Gohan, komm her. Danke. Die werden irgendwas machen, oder? Nee, doch nicht, okay. Das wollte ich gerade machen. Wenn ich ehrlich bin. Du hast mir gerade meinen Move nachgemacht. Gar nicht cool. Wo ist denn Gohan? Ich habe keine Ahnung. Okay, hau mal bitte kurz ab. Ich will mal eben Kaioken für Arme aktivieren. Danke. Tja. Das habe ich schon gesehen, dass du mich angreifen wolltest. Macht, glaube ich, auch mehr Schaden in dieser Form, oder? Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Okay. Haben wir. Haben wir auch. Kriegen noch den Strahl ab, juckt uns nicht. Bleib einfach stehen. Okay, wie viel Schaden macht das? Können wir damit finishen? Ich kann den anderen nicht anvisieren, der da unten ist. Ah, jetzt ging's, weshalb auch immer. Nee, das macht irgendwie gar keinen Schaden, legit. Das ist irgendwie komplett useless, die Attacke. Oh mein Gott, Bruder, chill. Wie Schaden macht das? Es geht, es geht. Man merkt halt aber, dass Piccolo wirklich outdated ist, obwohl er gerade einer der stärksten ist. Normalerweise, aber ja. Hier im Spiel mit den Kombos und so, man merkt es halt einfach. Es ist nicht das Wahre. Aber ich habe gerade beide drin, was mega cool ist. Will ich so lange extenden wie nur möglich. Oh Mann, ey. Dafür hasse ich Piccolo. Der ist so animationsgelockt und so animationsabhängig. Das kannst du alles nicht direkt canceln auf einmal wie bei anderen, weil er irgendwie nicht schnell genug ist. Das killt nicht mal, ey. Du willst mich doch flachsen, Mann. Na gut, das haben wir. Das werden wir auch dann direkt anlegen. Charaktere, danke Game. So. Explosion, ja, das haben wir nicht. Das können wir... Haben wir nicht. Das können wir aber. Haben wir hier eine passive Kombostufe 1. Effekt bleibt nach dem Erhalten aktiv, erhöht Trefferzahl für Nahkampf-Kombos. Okay, cool. Wir müssen das erst machen, das ist die Explosionswelle. Und dann geht's hier in die super spezielle Höllenspirale. Das heißt, wir müssen die Explosionswelle irgendwann machen. Ja. Okay. Gut. Kein Daten, Lucky. Super Schnellfeuer. Super Höllenspirale. Aber wir haben hier ultimativ Schnellfeuer-Keywelle. Benötigt 38, das benötigt 49. Das ist sogar vielleicht besser tatsächlich. Wir werden es ausprobieren. Ich finde die Explosionswelle eh nicht cool. Deswegen machen wir da einfach das Schnellfeuer rein. Warum nicht?
Ja, die Explosionswelle definitiv nicht. Super Höllenspirale und ultimatives Schnellfeuer als Support Skill. Yes, das nehmen wir mit. Gut. Dann würde ich aber tatsächlich, oder machen wir den Kampf noch? Ja, komm, wir machen den Kampf noch, scheiß drauf. Und dann würde ich tatsächlich sagen, wir runden ab. So, wir machen aber den Kampf noch, warum nicht? That monster shouldn't have made his way here yet. Oh, the energy from this thing is incredible. So, gib uns mal ein Item, Superheil-Limonade, das ist auf jeden Fall top. Und dann fliegen wir mal dorthin. Nun leider leiden etwas unsere Buffs darunter, weil das so weit entfernt ist, Alter. Aber gut. Ich kann mich aber tatsächlich noch erinnern, am Anfang des Let's Plays, wir konnten halt gar nicht lange schnell fliegen. Und jetzt können wir gefühlt unendlich lange schnell fliegen. Wie das Game skaliert, das ist crazy. Ich habe den nicht mal gesehen, ich dachte, das wäre ein Vogel oder so. Gut. War wohl anscheinend einer der Freezer Army. Oder war das ein Cyberman gerade? Hab's verpeilt. What? Got nothing to say? I'll just have to kill you then. Fine. This isn't going to be as easy as you think. Well, come at me already. What, you're the only one that's gonna fight? Of course. Why not? I'm more than enough to handle you. This could work. If I can scrap even just Android 17, Cell won't get his perfect body. Ja, in der Theorie auf jeden Fall. Da hast du recht, Piccolo. Aber ob du das umsetzen kannst, das ist eine andere Question. Aber wir machen auf jeden Fall... Ne, wir machen soliden Schaden, aber Piccolo ist halt immer so, ja, ne, Combo-abhängig, Animationslockt und, Gut, kann er noch was anderes? Nö, anscheinend nicht. Aber das ist an sich eine gute Combo, so mit den Tritten kann man sehr gerne mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was die super schnell Feuer macht. Oh Gott, Barriere. Und wie macht die Ultimative? Die Ultimative macht viel. Oh mein Gott, die Ultimative deletet ihn. Wie macht die neue Special Beam Cannon? Ist okay. Aber definitiv das hier. Das deletet ihn einfach weg. Alter, wie viel Schaden das macht. Aber wir haben auch dadurch voll viel Schaden kassiert, weil wir halt dadurch einfach angreifbar sind. Ah, okay. We might be evenly matched in power, but when it comes to stamina, you've lost. I've got infinite energy reserves, after all. Cell! Damn it! I was so focused on the fight, I didn't realize he was on his way here. I'm so pleased that this day has finally come. The day I absorb Android 17 and 18 will be the day I achieve my ultimate form! What? You powered yourself up this much? Damn it. Just how many victims have you gone through? Victims? That is such a short-sighted perspective. I prefer to call them donors. They're the ones I have to thank for my power, after all. Get out of here right now! He's going to absorb you, 17! What? Absorb me? What are you talking about? I'll make it simple. That there is Cell.
a monster that was created by Dr. Giroux's computer. But apparently, is incomplete and needs to absorb you and 18 to achieve his final form. What? Rejoice, my fellow androids. Once I have absorbed you, your energy will feed my rise to true perfection. I will finally evolve into what Dr. Giroux spent his life trying to achieve, the ultimate warrior. What are you talking about? You're looking at the ultimate warrior right here. Whether you desire it or not is irrelevant. Alles klar. You will be absorbed all the same. Having trouble shutting that mouth? Here, let me help. No! Get out of here, 17! The enemy's power level far exceeds your own. Jeez. You finally start talking. And you're just telling me to run away? Give me a break! Damn it! Ja, ob das gut ausgehen wird. You're kidding me. Sil's power level is through the roof. That's it, isn't it? It's over. There's nothing we can do now. Krillin, Bulma is on the phone. Really? Yeah. Androids 17 and 18 are equipped with emergency shutdown circuits. If you can activate those to immobilize them, they'll be sitting ducks. And I've already made a remote control that can do that. Thanks, Bulma. Can you bring that thing here? One step ahead of you. I'm already on my way and I'll be there soon. Awesome, you're the best! I'm going to go help Piccolo. I might not be able to do much, but it's better than doing nothing here. No, Tien! Wait! Come back! There's nothing I can do. I feel so powerless. I sure do miss the days of being the world's greatest martial artist. Joa. Kurz nachdem Tenshin Han Piccolo erreicht hatte, kam Bulmas Flugzeug beim Kamehaus an. So this is the remote control, huh? Remember, you need to be within about 10 yards for it to work. And that's not all. I've prepared battle outfits like Vegeta's for everyone. Goku and the guys could use those. They're at Kami's lookout. Could you take them there? Sure thing. Good luck, Krillin. Make sure you blow those androids to pieces. Blow them to pieces? Huh. Oh ja. This freak's more powerful than I thought. You bore me. Are we done playing around? Get... This! Get out of here, 17! Damn, One Punch Man, Alter. Maybe we should try to get out of here while we can. You should leave. I will stay and destroy Cell. Stay behind and destroy Cell? Are you crazy? He'll kill you in an instant. You are good people. You did not harm innocent humans or animals. I have enjoyed our time together.
Yeah, craziest Fun Fact. 16, also der größere, 16, der ist tatsächlich stärker als 17 und 18. Was crazy ist. Alter, das sieht schon sick aus. So 16 was hiding this kind of power all along. No! You must leave this place. Hurry, he is still alive. You're joking, right? I'm not just gonna run away without giving that monster his just desserts. If anyone's gonna finish you off, it's me. Come on, show yourself! Looking for me? Here I am. Und zu spät. This is bad. I'm sorry, Chatsu. I might not survive this. You're a fool if you think I'm just going to let you get away. My speed is even more impressive than I thought was possible, and I have Android 17 to thank for it. He wasn't a waste after all. Now, let's check my power, shall we? Deleted. Don't worry, Android 18. I haven't forgotten about you. It's time to create perfection. Neo Tribeam! Ha! What are you doing? Get out of here! Ha! Tien! That's enough! You must stop this now! You're gonna die if you keep firing tri-beams, Tien! Give up before it's too late and get out of there! Hang in there, Tien! Begib dich schnell zu Tenshin Han, bevor es zu spät ist. Alles muss man immer selbst regeln, ha? Huh? I will not be stopped by a weak, pathetic fool like Tien. Goku. So you're Cell. Wait, that energy. Piccolo's still alive. I don't know what you're doing here, but I'm not letting you get away. Man muss gegen ihn kämpfen? Wait, daran konnte ich mich nicht erinnern. Und to be honest, man hat auch gar nicht gegen ihn gekämpft, normalerweise. Aber okay, gut. Nehmen wir mit. Nein, ich bin dran. Oh mein Gott, Alter, es bricht einfach instant. Na gut, Bruder, jetzt chill mal, okay? Sonst frisst du gleich eine fucking Genki-Dama. Okay, er will eine Genki-Dama fressen, dann nimm sie. Hier.
fangen. After all that, he still hasn't broken a sweat. His power is straight up out of this world. Nice. Where'd he go? How did he move that fast? There's no way around it. I'm no match for you, I know that. But give me just one day. Do it, and I'll give you a good fight. I promise you that. You've gotta be joking. What do you think that you could possibly accomplish in just one day? You gotta hang in there for me, you two. I'll get you guys some sensu beans once we're back at Kami's lookout. Leaving so soon? I don't think... What the fuck? Allein die Cutscenes unterbrechen sich. She's gone. What? Okay. That's an interesting technique Goku was using. When did he learn that, I wonder? Ja, das fragst du dich, wa? Das fragst du dich. No matter. As soon as I get my hands on Android 18, he will be of no concern. Now that pile of scrap 16 and her couldn't have gotten very far. Cell has reached untouchable levels of power. Nothing can stop him now. Hey, everyone! Vegeta and Trunks are coming out of the hyperbolic time chamber! Okay. Really? Hey, everyone. Sorry for the wait. My father broke through the Super Saiyan barrier in about 2 months. But he still wouldn't... Trunks, that's enough now. Sounds like you did it, Vegeta. You could say that. You can go in next if you want to, but it would only be a waste of your time. I'm more than enough to clean up this mess. Cell and the androids don't stand a chance. Well, I went down and fought Cell myself. He's super strong now, a real monster. You are. Krillin said you'd all be here. Huh? Wait, what's going on here? Trunks, is that you? Yes. What's with your hair? Are you wearing a wig or something? There's this room here where 1 year passes inside, while just 1 day passes out here. Father and I were training in there. Oh. What the hell are you doing here, Bulma? Here. Vegeta's battle suit has great defensive properties. So, I made some for everyone. Whoa! This stuff's a lot lighter than it looks. Das sieht einfach nur falsch aus. Your services aren't required. Because you're gonna beat Cell, right? I heard ya. That's fine by me. All right, Gohan. Time for some quality father-son training. Right. Ja, dann Be warned. Training in the chambers, no cakewalk, Gohan. Ja, gehen wir mal rein, würde ich sagen. Und dann beenden wir auf jeden Fall die Folge. Ich habe ja gesagt, ich wollte sie nach dem Kampf beenden, aber ich finde es gerade storymäßig so gut, da hätte ich keinen Cut machen können. Das wäre ehrenlos gewesen. Training to surpass Super Saiyan. Wow,
nothing but white space. My body feels heavy, and it's so hot I can barely breathe. That's not all. This place is as big as the Earth itself. Get lost out there and you're a goner. Be careful. So, we're gonna spend a year in here? Let's get right into it. After all, it's not like we're here on vacation. First things first, we're gonna make you a Super Saiyan. Me? A Super Saiyan? I don't know if I have what it takes. Of course you do. Don't forget that you got Saiyan blood running through your whole body. All that said, any real type of training we need to do isn't gonna happen until you're a Super Saiyan. Aren't I just gonna waste your time and get in your way? Well, yeah, at first. But don't get me wrong. I'm planning on going completely beyond Super Saiyan when the time is right. I've got plans for you, too. I want you to get even stronger than that. I know you can do it. What? Me? Stronger than you? Yep. If anyone can do that, it's you. Man. I hope I can. Relax. It's gonna take some time, so no rush. We'll take it nice and slow at first. Now that's enough talking. Let's get warmed up. Reckenkampf, okay. Okay. Ich denke mal, die Folge wird mit Sicherheit länger gehen als die normalerweise eine Stunde und 10, weil wir sind jetzt schon bei fast eine Stunde und 12. Aber ich glaube, das macht mal nichts aus, weil die letzte Folge ja auch kürzer war. Deswegen, ja. Und wie gesagt, ich kann einfach euch nicht hier so hängen lassen gerade. Wir aktivieren mal Kaioken für Arme. Da hinten war irgendwas gerade. In der Ferne habe ich irgendeinen Schatten gesehen. Wer Kaioken für Arme? Ah Mann, ich wollte dich doch nur comboen, Alter. Jetzt chill doch mal. Danke. Aber es juckt ihn irgendwie nicht, ja? Dann finishen wir ihn mal. Nice. Ich find's cool, dass sie jetzt einen sagen, dass man diese Talentbaum-Kacke freigeschaltet hat. Oder einen neuen Skill dafür. It is. But your techniques and movements are pretty great. I'm betting you've got Piccolo to thank for all that. Guess that means we can move straight on to Super Saiyan training. What do you say? Yeah. All you're doing is raising your energy. That's not enough. You need to get angry to become a Super Saiyan. Get angry! Let out all your rage! I'm trying. I can't get angry, though. It's not gonna come to you right away, and that's okay. Me and Vegeta had to go through a lot before we got it. There's no need to rush, Gohan. Right. Ah, sieht schon irgendwie ein bisschen weird aus, aber okay. Nur kurze Zeit zuvor hatten Vegeta und Trunks gerade ihr Training beendet. All right, time to go. I'm coming too. Very well.
Na gut. Jetzt aber werden wir hier definitiv einen Cut machen. Begib dich zu Cell. Nice, weil das ist auch definitiv, sag ich mal, ein neuer Abschnitt. Okay, doch nur 5 Minuten länger als sonst. Ist ja, denke ich mal, okay. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie bereits gesagt, lasst einen Daumen nach oben. Das Support ist kein Mod. Schreibt gerne einen Kommentar, falls es euch gefällt, falls es euch nicht so gefällt, worauf ihr euch freut, bla bla bla, yada yada. Und, ja. Vielleicht hat der eine oder andere schon das Kartengame gezockt. Lasst mich mal auch in den Kommentaren wissen, lohnt sich das überhaupt? Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.